Test, Test, 1, 2. Moin, Leute. Guess who's late, but still here. Instantly ins erste Game gedroppt. Das erste Mail, was ich heute sehe. Ey, mach ich einfach Deutsch. Willkommen zum Deutsch-Commentary von yours truly. Das ist richtig schwierig gerade. Okay, was geht ab? Wir haben... Schon richtig sick ist das. Wie hot sind die Leute? Ich brauche das Update. Wie hot ist Maxi heute? Okay, okay. Das heißt, er ist mad. Gegen Jan verlieren ist nichts Schlimmeres, als gegen diesen Animal Crossing NPC Games abzugeben, geschweige denn ganze Sets. Das heißt, es ist Losers? Ja, okay. Nice, Losers Round 3. Okay, Nick's Trade richtig, aber auch richtig steht die ganze Ehre von Italien auf dem Spiel. Noch, oh Gott, noch sieht's richtig mies aus. Hier wird einfach krass aus der Mitte rausgekämmt. Und, okay, Dash Attack was? Oh, der ist ein Reversal, das sollte ein Stock sein. Nein, weaved sich drumherum, richtig guter Abi. Okay, nicht ready für die Side B leider. Und da kommen ein bisschen Desperation Forward Smashes raus. Das wird tough. Es wird tough, das Game zu holen. Wenn er jetzt den Stock cleart, ist aber alles even und drin. Come on, Nick Side. Ah, wird sich immer wieder von so ein bisschen so neutral Stray Areas treffen. Aber okay. Okay, Game 1. Genau. Hände schön warm halten. Double Thumbs up. Nick Side, Laser Focus. Maxi, Todesfokus. Beide sind ready. Alle wollen es. Alle wollen die Berlin Smash Circuit Finals für sich entscheiden, beweisen, dass sie die besten Berliner Smash Brothers Melee-Spieler für die Gamecube sind. Cloud Shenanigans! Aber er lebt. Randall giveth. Nice. Mieses, richtig miese Reads von... Hatte noch den Edge-Cancel auf der Cloud. Er hätte eigentlich nochmal abbiegen können. Nicht schnell genug geschaltet. There's a reason it's called a fast fall. Okay. Nick's Trade, richtig guter Game Start und auch richtig in Control. Ganz andere Aggression gerade als Game 1, aber wirst dich richtig mies scheiden. Einfach, sorry, you're not making it back. Oh, der Up Smash. Wave Dash back into Up Smash und der Forward Smash zurück. Richtig heavy Hit. Ein schlobber Knock von einem Game. Okay, nice Pillar. Schöne Conversion auf der Plattform. Weirder Up Smash. Nicht so schlimm. Sieht aber immer noch so aus, als ob Nick's Trade einfach ein bisschen so die Hose anhat, dieses Game. Schön raus, die Eid. Schöner Laser. Ah, Forward Smash und Falco macht überhaupt keinen Sense. Einfach random as fuck. Oh, der Scheiger hat, glaube ich, ein ganz bisschen delayed auf das RP, deswegen hat es nicht so gut geklappt. Read für die Rolle nach rechts. Maxi sagt nein. Und der Grab. Bisschen raw das ganze Game jetzt noch nicht. Also, bis auf die Pillar kommt es. Das ist ärgerlich. Das ist sogar richtig ärgerlich. Den Stock hätte er auf keinen Fall verlieren müssen. Nachdem er richtig sauber gespielt hat. Und unten an der Wand ist ja auch noch das Nick's Trade nochmal kollidiert. Das heißt, er hätte sich vielleicht sogar ganz vielleicht nochmal einen Jump-Tag gönnen können. Fair. Jawohl. Einfach der Wave-Dash back und dann Forward Smash. Das hat er jetzt schon dreimal gemacht. Da hat er richtig Angst vorm Schein. So weit rausgejumpt, wie es nur geht. Und jetzt Maxi irgendwie im Versuch, dieses Game wieder zurückzubringen. Oh, stare down, the respect. Oh mein Gott. Okay, Nick's Trade ein bisschen den Slowdown gemacht. Und jetzt wieder das erste Mal so eine Neutral Interaction gewonnen. Schöner Forward Tilt. Oh, kommt er da wieder? Nein, da kommt er nämlich nicht wieder hoch. Ärgerlich. Das wäre schön gewesen. Jojo, gib uns den Fortnite Dance. Nevermind, Jojo ist zu jung für Fortnite-References. Okay. Also 1-1. Sauber noch gemacht. Ich wollte einfach nur die schöne Conversion sehen, aber richtig saubere Suicide-Bäcke. Und bringt uns zu FOD als Counterpick. Crazy. Oh, Jojo, komm ran. Speak to us. Ich hab keine Maske auf, sorry. Englisch oder German? Deutsch. Als ich kommentieren wollte, wusste ich nicht, dass ich mit Juggle kommentieren muss. Aber es ist eine fröhliche Überraschung für dich. Ich hoffe, Lil Fruzy gewinnt. Ich bin nämlich biased. Also, du bist nicht biased, okay. Was macht dich zu einem Nick Strat-Hater? Gar nichts. Kannst du ihn nicht appreciaten, seinen sauberen Falcon?
Meine Freundschaft mit Max ist einfach schon zu eng. Eng, ja, genau. Okay, okay, verstehe ich. Wenn so, ich spiele, würdest du sagen... Er schießt einen Laser, das mag ich, aber ich bin mit Wunder nicht so der Fan davon. Ja, aber das ist schon seine Strat gewesen. Oh, die war gar nicht gut. Das eigentlich, glaube ich, soll das so diese Jetzt nochmal? Was macht er diesmal? Ja, ich weiß, das soll die Ginger Nair sein, dann aber... Ja, das ist recht, das ist so klar. Okay, okay, klar. Ja, gönnt euch eine kurze Pause. Ja, ja, wir sagen Bescheid. Oder ihr. Also Edgeguards sind schon was sehr Großes in dem Matchup. Mhm. Meistens gewinnen die Leute ähnlich viel Neutral. Ja, so war das bis jetzt auch. Und es waren auch immer eher so wenige Hits. Also es gibt so ein paar Pillar-Kombos, aber ansonsten ist es jetzt noch nicht so sowas halt. Die Kombo ist gut. Ja, dann hat er nicht reagiert auf den Knockdown. Ach, nicht so leicht. Boah, was war das? Die sind einfach zweimal durch sich durchgelaufen. Nee. Okay, aber das ist trotzdem der Stock. Bisschen ärgerlich. Mhm, schön. Gute die Rolle, passiert. Ja. Oh nein, schon wieder nicht so gut. Einfach den Straighten Bird nicht gecovert. So, jetzt. Und nochmal. Na, ja. Da kann man nicht so viel machen. Das ist nicht so leicht, alles zu covern. Das sah bis jetzt immer... Oh no, schon... Oh, wie... Das ist stuck im Schein und kassiert direkt den Upsmash. Beide so nicht so komplett drin, so nicht so auf 100% dialed in. So, was macht er jetzt? Ja, das war super. Das war super. Sauber. Da konnte er, glaube ich, echt nichts machen. Einfach so ein 3-Hit-Stock. Genau das, was er jetzt gebraucht hat für so einen soliden Lead. So Forward-Smashes. Die macht er das ganze Set schon. Oh, ich glaube. Die funktionieren richtig oft. Hat Maxi gerade Drill Grab gemacht und statt Drill Shine? Das sah so aus. Mach einfach Drill Shine, Mann. Hey, Maxi. Ja, genau. Ja, genau. Siehst du? Ich glaube, er hat es versucht eben. Schönes Plattform-Movement. Oh, ich bin kein Fan von dieser Side-G. Gar nicht. Nochmal? Nee, diesmal hat er sich auch dasselbe gedacht. Und das, ja, oh, das super. Ist schade. Oh, der okay. Side-B. Mit dem Stall, richtig gecovert. Also ich fand es gar nicht so schlecht, dass er rausgesprungen ist, nice. Aber die Side-B war gut. Guck mal, was für eine sympathische erste Reihe wir haben. Geht so. Geldmann ist mein Junge. Geldmann ist live. Geldmann ist Bay. Geld Bay. Ah, richtig gutes Set bis jetzt. Krass, dass Next Trade da vorne liegt. Also in dem Game, das Maxi gewonnen hat, das war glaube ich Game 1, sah es richtig sauber aus. Er wechselt jetzt seinen Counterpick. Ja. Take Laser Rolle. Ich guck gerade nur auf den Fox. Miese Conversion, aber auch von Next Trade, das ist schon immer alles richtig viel Damage auch. Ja, dieser Full Hop war gut. Da hat er einfach gefullhoppt, hat den Short Hop näher von Falco gesehen und direkt gepunished. Ja. Okay, ja, das. Komplett durch. Ja, ich finde, Fox Schild in der Matchup ist eigentlich ziemlich gut. Also, wenn man in Panik gerät, kann man ruhig mal schielen als Fox. Krass, das wäre halt auf Yoshi sofort ein Kill gewesen. Okay, kommt Raw. Oh, was war das Update? Oh, komm, der Trade musst, ist ja. Nicht not in favor. Okay, Maxi okay. Muss Confidence haben in seinen Ledge Dashes. Alright. Oh, und das war eine sehr frühe AB, aber die hat geklappt. Das hat auch schon wieder richtig schief gehen können für Maxi. Oh, Stand Laser. Oh, geil weggetackt. Ja. Richtig sauber. Gute Drill. Schön. Das sollte eigentlich tot sein. Jawohl. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre es sehr schlimm gewesen. Was? Wie hat das geklappt? Hä? Das ist so, ich glaube, es pusht von der Plattform runter, die Backer. Nee, nein? Also ja, aber entweder sie pusht oder sie trifft, nicht beides. Okay. Glaube ich. Und dann vielleicht einfach ein straighter Shield Step oder sowas. Geil. Richtig gewartet. Upsmash. Gesharkt. Okay. Ja, das könnte ein richtig schneller Stock sein sogar. Gut. Das ist ein großes Problem. Architekt. Und das war's für ihn. Nice. Sauber. Okay. Er war Maxi krass, einfach Maxi nicht confident in seinen Schein, deshalb hat er zweimal gescheint. Ich glaube, es ist einfach nochmal ein bisschen BM. Das muss nichts schon haben, aber ich glaube, das Game hat er so ein bisschen. Ja, wobei zweimal. Jetzt kommt er wieder rein. Ja. Zweimal ist einfach besser zweimal als einmal. Zweimal zu scheinen, das hat einfach keinen Nachteil, da hast du recht. Ja, glaube ich auch. Ja. Auch außer, dass du vielleicht die Recovery verkackst, aber da ist halt die Confidence von der Höchstschutz. Okay, das war nicht Nick Schreds Game. Ich weiß gar nicht, wie er den letzten Schein bekommen hat, hab gar nicht richtig hingeguckt. Einfach so neutral. Okay, das heißt, er hat jetzt im Game 5 den Stage-Pick. Was meinst du, wo er hingeht? Was ist die beste Stage? Er hat, glaube ich, gewonnen. Er darf auf Yoshis nicht und auf Dreamland. Auf
Fountain nicht. Ich weiß nicht, ob ich Battlefield so geil finde für Falco, aber... Er hat ja nicht so viele Optionen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie FD schon gespielt haben. Nee, haben sie nicht. Oh. Aber ich verstehe, warum niemand freiwillig auf FD geht. Das verstehe ich auch. Okay, irgendwie rausgerollt. Pressure. Nick Strait hat jetzt auch nicht die cleansten Kombos, weißt du, die immer sitzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber er hat schon richtig miese sowas halt, ne? Also richtig Kombos. Miese Follow-ups. Aber ja. Kriegt er den Edgeguard? Ja. Boah, krass. Und der Backer schickt auf die Stage, richtig unglücklich. Schön gewartet. Und Backer. Geh mal wieder raus damit. Ich glaube, die Falco, die Stage ist blub. Ich mag den Pick. Ja, die Edgeguards könnten noch so ein bisschen mehr sitzen bei Nick Strait, dann hat er das. Er hat Maxi nichts gemacht, er ist von der Seitplattform runtergelaufen. Hat ja, nichts gemacht. Er einfach dachte, er ist out of range. Okay. Laser Grab. Wieder Laser Grab Versuch. Ich weiß nicht. Sauber. Das sieht richtig sauber aus. Es ist so aus. Risky für Fox, so Swordshop zu approachen, weil was ist, wenn der Falcon Laser schießt? Dann springst du nach vorne und der Laser stoppt dich so einen Meter vor seiner Nase. Ja. Und dann kann er einfach egal welche Taste drücken und es trifft alles. Oh, Tournament Winner nicht gecovert. Also ich finde, Maxi sollte so ein bisschen defensiver spielen. Richtig Glück gehabt. Und das ist ein Edgeguard so instantly auch. Oh, okay. Ja, Freeze das alles nicht, ne? Es ist überhaupt nicht leicht, Fox zu edgeguarden, aber er hat einfach ein bisschen unglückliche Optionen bis jetzt einmal gecovert, die es halt nicht waren. So, das Spiel hätte auch deutlich anders aussehen können. Okay, hält auf die Ledge. Noch ist alles offen? Ja. Gucken, ob, kommt so ein bisschen auf an, ob er jetzt aufholen kann oder halt einfach so ein schneller Cleanup kommt. Weil es ist halt Game 5. Der Pressure is on und es ist Losers. Das heißt, es geht einfach darum, wer von den beiden einfach irgendwie noch eine Chance hat. Max. Okay. Oh ja. Oh. Okay. Richtig gescharkt. Jawohl, das hat er gerochen. Oh, die Side B clippt ihn. Ist es schwer, von da an die Edge zu kommen? Das ist, glaube ich, nicht. Aber mit der Box weiß ich nicht. Das war sehr aber guter für, ja, aber für Falco ist egal. Daniel. Einfach do it. Okay, komplett even. Halbes Game, komplett even. Bleib bei den Full Hops, Maxi. Ja, geil. Schön Land dahinter. Die Full Hops klappen. Das stimmt, ja. Und es tradet mit dem Up Smash und noch Up Smash Follow-up. Oh, ich dachte, fast kommt noch einer. Ich dachte, es soll da auch noch einer kommen. Schöne Up-Tilt, schöne Pillar-Kombo. Kriegt der da die Down her oder Forward Smash? Oh, das war huge! Das war huge! Und das ist vielleicht der Unterschied in diesem Game 5. Krass. Was macht er jetzt? Richtig er springt von der Plattform. Okay. Also Patented Forward Smash von Nick Strait, Last Stock. Das war ein bisschen random, also das hätte ich absolut nicht gedacht. Okay. Nick Strait ein bisschen am Rumstehen, aber jetzt geht er auf die Offensive. Oh, der Up-Tilt, der tut weh. Sehr guter Up, sehr gut. Okay, kommt aber an die Ledge. Okay. Kommt auch wieder raus aus der Ledge. Ich finde es gut, dass er einfach shieldet. Kriegt er da eine Down Air? Kriegt er nicht? Oh, das war so risky von Maxi. Warum geht der so? Oh, er macht gar nichts. Guckt ihn an. Der ist der da. Nein, ich hasse das. Ich hasse es, dass er so Side Beam macht. Das ist eine super Noob-Option. Oh, und er kommt raus. Der Schein trifft nicht. Und das könnte es sein. Aber er wird geklippt vom Feuer. Versucht zu nähern. Was ist hier los? Big Spaghetti. Okay, was macht er jetzt? Full Hop! Full Hop! Ich sag's dir! Full Hop gewinnt! Kommt er wieder zurück? Nein. Ich sag's doch! Full Hop einfach! Oh mein Gott! Das war... Maxi ist... Weißt du, was Maxi gerade denkt? Maxi gerade, oh, ist das... Bin ich schlecht. Boah, ich schlecht. Boah, ich bin traurig. Krass, das war... Ich finde nicht, dass Maxi sehr schlecht ist. 4,5 Games richtig gutes Melee und dann ein halbes Game so ein bisschen gucken, was trifft. Aber das Wobei, ist die Story ich des finde, Games, Mann. Dadurch, ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist schon okay. Maxi hat schon richtig gut gespielt zwischen uns. Und dieser Double Jump Read, der hat einfach so krass Momentum geswingt. Ich meine, Nick Strait hat sich mit so einem Forward Smash wieder reingegammelt. Aber manchmal hat man auch nicht die Confidence, wenn man weiß, dass das, was einem das Game ausgeglichen hat, einfach Zufall war. Wenn man nicht das Gefühl hat, man ist, weißt du, man hat Momentum oder so. Und dann geht es einfach nur noch darum, wer will es mehr irgendwie am Ende und wer kann es irgendwie halbwegs zusammenhalten.